Herzlich willkommen zurück, Leute, hier auf Isla Nubla. Wir haben uns erfolgreich aus den Fängen des T-Rex befreit und Timmy aus dem Auto geholt. Ob das so eine gute Idee war, werden wir gleich feststellen. Und der Bolle wird euch das auch dann mitteilen. Hi, Bolle. Hallöchen. So. Ich fall runter. Gucken wir erstmal ein bisschen hier. Was ist denn da hier? Alter, wie weit kann denn die springen, die Frau? Was, du bist... Ach, du bist Zettler. Alter, du musst schon wieder Charakter wechseln, Digga. Ich bin ganz allein. Wo geht's denn hier leveltechnisch weiter? Schau mal rein. Ich schätze mal bei uns. Also bei das weiß doch kein Mensch. Boah. Ich guck mal nach. Ich dachte gerade, was für eine Frau, Alter. So. Du bist irgendwo dort. Dort gibt's nicht dort. Das ist ein Eiswahn. Es ist ein verdammter Eiswahn. War cool. Sehr überraschend. Es und war, hier geht's weiter. Irgendwie... Es war sehr, sehr nervig vor allem. Oh Gott, was will denn? Ah, ich komm mal zu dir. Ja, ich bitte drum. Wo muss ich denn nehmen? Grant oder den Timmy? Den kleinen nervigen Timmy. Ich nehme den Herrn Dr. Grant. Kein nerviges Timmy? Nee, wo müssen wir denn hin? Timmy! Du kennst sie doch hier aus. Ja, wir müssen jetzt quasi... Hier hinter. Huch. Was haben wir da? Aha. Du könntest quasi eine Luke nehmen. In ein neues Gebiet. Ah, okay. Mach ich doch gleich mal. Warte. Was ist denn hier hinten? Kann man da rüber? Da geht ein Massenblub. Ah. Ich kletter mal durch. Ist einfacher. Achso, ja. Das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung. Ich mach mal den Laden hier. Und dann mal da das Ding darüber lassen. Und dann passt das. BL. Brr. Brr. Ah, Pumpe. Ah, nee, doch. Wasser. Brücke, sagt man dazu. Ich wollte gerade sagen, hey, das kann es jetzt aber nicht sein, dass sie die nicht bis zum Rand macht. So. Aber dann sind wir hier zumindest mal richtig. Hier ist ein bisschen rutschig, ja. Da waren wir schon. So, wo geht's denn hier? Ah, warte mal, hier nehme ich mal den Krent-Doktor. Und dann kann ich hier buddeln. Was haben wir denn da? Eine gute Idee, weil hier geht's hoch. Was ist das? Es ist ein T-Rex. Ah, Stufen. Ah, Stufen, mein Erzfeind. Stufen. Mein alter Feind. Stufen. Juhu! Jumpy. Ey, hoffentlich ist der Timmy nicht so C3PO-mäßig, dass er einfach jetzt da hinten zurückbleibt, ey, dann raste ich aus. Gut, das war ja damals eine ganz besondere Situation. Ja. Also kann man nur empfehlen. Also gut, ich sehe gerade, diese durchsichtigen. Ah. Ja, die zeigen dir den Weg, wo du dann weitergehen musst. Das ist ganz praktisch, finde ich, weil sonst hier in so einer offenen Welt, wenn du die Story suchst, kannst du, glaube ich, recht. Ja, hier ist nur eine Karte, ne? Verlaufen, genau. Oh, da drüben kann man auch noch lang. Oh, blaue Pflanzen. Was machen sie? Sie sind blau. Oh, da gibt's auch blaue Münzen für. Cheetah. Aus geht's. Exzellente. So, okay, komm, dann ich wo bist denn du? Ah, Pflänzchen. Ich, oh, da oben haben wir noch was. Abgetaucht. Was ist das denn? Alter! Never ending story. Ich glaube, wir müssen... hier rüber. Bist denn du lang? Da vorne rechts. Ja, aber da auf der Seite war noch irgendwie was, wo man hoch hätte können. Aber oh, gut. Nee. Da. Aha. Wasser. Nass. Ich werd nass. Ich könnte sauber werden. Vorsichtig. Ja! Und dann mit dem Vorwärtshalt. Alter, der Timmy ist mega fix, ja? Schon da. Obwohl er nicht mehr rübergelaufen ist. Er ist da. Ups. Zack. Oh, verdammte Kacke. Verdammte Axt. Wo müssen wir denn? Ah, es ist doch nicht so schwer hier. Wo müssen wir denn jetzt? Wasser. Komm da raus. Komm da raus. So, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Nein, oder müssen wir nicht. Wo müssen wir dann? Über die Wasserpflanzen springen. Andere Richtung! Falsche Richtung. Aha. Andere. Wo rechts? Waren da welche? Aha. Da sind Pflanzen! Vorsichtig. Tada! Oh, das war ein knapper. Fast auf mir drauf gelandet. Oh, da kannst du was abschießen. Das ist gut, das kann ich gut. Ich habe irgendwas geschlagen. Oh, Frosch. Wahrscheinlich so 2 Meter Frosch, ey. Schmeißt sie da nur was oder was? Ein Stein, glaube ich. Eine Baseball. Basketball.
Auch ein geiler Film, der wieder nichts damit zu tun hat. Alter, wie wir einfach die ganze Zeit auf Englisch Scheiße kommen, die halt null damit zu tun haben, was wir ja eigentlich machen. Null Film. Oh. Who cares? Hey, hier ist eine Höhle. Buddeln, 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 buddeln. Oh, was ist das? Das sieht mir nach einem Dino. Manno, ich wollte bauen. Manno. Irgendwie, allein der Weg ist die Challenge. Ach, guck mal. Ja, der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist der Weg. So, Alter, wie du hier einfach alles kaputt hauen kannst, ne? Mega nice, ne? Guck mal, da hinten geht's weiter. Ja, dann. Mach mal. Vorwärts. Ach so, jetzt. Warte mal, ich habe meine Unkrauthake hier rausgepackt und jetzt werden das Sing Sing. Kannst du auch mal hier. Wie bei Pokémon früher, hä, Schlitzer. Der ist so geil, das war mein Lieblings-Pokémon. Na, Sichlor meinst du? Auch. Sieh da unten nach. Dilophosaurus hat eine einzige, was, einzigartige Methode, um 6 Meter große Beute zu erlegen. Aha, ja gut, das ist ja das. Aber 6 Meter schon viel. Nee, verhältnismäßig nicht, das Vieh ist ja auch 2,5 Meter lang. Ja, für ein Dino. Wobei 80% der Dinos waren ja gar nicht so groß. Ne? Also 20%, man kennt halt meistens die großen. Wie in der Realität, du hast auch nicht so viele riesige Tiere aktuell. Jetzt kommt der T-Rex, jetzt kommt der T-Rex. Ja, und er jagt andere kleine Tiere. Und wie heißt die? Philharmonia. Gallimimus. Habe ich doch gewusst. Sie sehen aus wie Jar Jar Binks. Ja, bloß in cool. Ach du Scheiße. Oh, wir müssen weckern. Sag ich ja, Gallimimus. Wem bin ich denn? Ah! Scheiße, da war eine blaue Münze. Hab ich gesehen. Oh, ey, ich stolpert. Oh, fuck. Au. Oh, die überrennen einen. Diese. Timmy, geh weg, Timmy! Nein, diese. Oh, wow. Diese Münzen, die da so rumfliegen, da kann man drüber, die zeigen dir den Weg an. Die blauen? Nein, die dunkelblauen. Doch. Nein, du hast so ein paar silberne, die zeigen dir an, wo jetzt gleich was ist. Aha. Da kannst du dann drauf hin. Wer ist jetzt gerade gewesen? Ich oder du? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist die Sicht voll verstört. Ich will nicht. Ich hab Angst. Das ist schon ein bisschen sehr kompliziert. Ah, verdammt, ich hab ihn doch. Oh Mann, ist das kompliziert. Ah, Hilfe! Oh, jetzt, Alter, wie es halt einfach dreht. Okay, jetzt ist gleich fertig an dem Baumstamm. Sagst du? Mein Gott, ist das krass gerade. So, jetzt eigentlich gehen sie unten durch und dann kommt, genau, der T-Rexus. Dem Tyrannosaurus Rex. Von der Seite so BAM! Ja, voll geil einfach. Ja, er hat einen Tutatan. Seht mal, wie er frisst. Ja, es ist ein Kinderspiel, man wollte ja nicht zeigen, wie er die Dinger killt. Gesundheit. Okay. Das ist eine gute Idee vielleicht. In Realität hat er die ja gar nicht realisiert. Ja. Natürlich nicht, der kam so 50 Meter vor den. Ist voll durchgerannen. Alter, voll okay, jetzt wird's blöd. Ich den Strom wieder anstellen. Das ist kein Spaziergang. Weil Samuel Jackson ist ja schon vorausgegangen, aber irgendwie kam man nicht zurück. Schrotze Flinte. Lese den Plan und gebe Ihnen Anweisungen. Er macht's wirklich halt voll aus Bein. Einfach. Ah, so rum. In Realität ist er aber alleine unterwegs, ne? Nein. Geht sie auch mit dir zusammen raus? Mhm. Ah, eine Wurst. Kommen Sie hier lang. Sehr unauffällig. Das ist der Raptorenkäfig. Der offen steht. Mhm. Polen ist offen. Was sehr doof ist. Mr. Arnold? Jetzt könnte es lustig werden. Mr. Arnold? Kim greift sich schon den Kopf. Oh nein. Oh Mann, ey. Ach du Schande. Ich mach mal Licht. Nach ungefähr 8 bis 10 Metern kommen Sie zu einer T-Kreuzung. Der Dolbefall, Betäubungspfeile. Ich weiß, wie man einen Plan liest. Was ist das denn? Da ist ein Plan. Ich speichere mal kurz. Ja, das wollte ich jetzt gerade machen. Achso, Nummer 3. Scheiße. Achso, es hat doch so funktioniert. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, also unten war so ein Dino-Ding. Alter, ich hab Schiss. Stimme ich dir zu. Habe ich auch. Vor allem, weil ich weiß, was kommt. Man hört's vor allem. Das ist ja ein Horrorfilm hier. Oh, Scheiße. Oh, da brauchen wir einen Schlüssel. Ich glaube, wir sollten Sie einen Augenblick. Warten Sie, nicht so viel Lärm machen. Kann das sein? Alter, Hammond, lern mal Plan lesen, ganz ehrlich. Aber du kannst hier die Fährte lesen. Aha.
Jetzt musst du das Ding aber aufgehoben haben. Hab ich ja kurz. Aber ja, du musst gehalten, gehalten halten. Drückt halten? Ja, wo ist drückt halten. Jetzt siehst du da diesen... Den blauen Weg. Genau. Eigentlich will ich dem Weg gar nicht folgen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß ja auch, was passiert. So Alter, vor allem vorher der Schrei, das war irgendwie uncool. Ach, da, Schlüssel. Da, Schlüssel. Hast du ihn? Ja, leider ja. Ich gehe voraus, ich habe die Lampe. Ist immer gut, so sieht man, was man kommt. Ich leuchte mal nach hinten. Oder wie sie den Film machen, immer direkt auf das Schlüsselloch leuchten, aber nicht auf das, was drumherum ist. Hallo. Gucken Sie mal nach oben. Da müsste ein großes Kabel und ein Röhrenbündel sein. Da kann ich hinschießen. Ja. Ich folge den Röhren. Ich folge den Röhren. Alter, ernsthaft. Du bist mir direkt vorne dran gelaufen. Pardon, Sie, Mann. Dann mal auf, so Lärm zu machen, hey. Man rechnet ja nicht damit. Bist du dabbisch? Ja, bist du deppert. Ach, guck mal, da brauchen wir einen guten Kollegen. Alter, immer so schmale Stege, muss das sein? Mhm. Ist mir irgendwie unangenehm. Oh oh. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in den Dampf reinrennen. Aha. Wow. Hier geht's auch noch ran. Ja. Guck mal, hier kann ich hochspringen. Akila, ja. Kannst du zumachen? Ne, was macht das? Keine Ahnung. Ah, okay, das macht zu, glaube ich. Warte mal, ich drehe mal hier ab. Ich glaube, darum geht's gerade. Dass ich da und dann du da und, also hier und hier überhaupt. Und sowieso. Ah. Sorry, mein Fehler. Karton. Karton? Karton. Alter, eigentlich ist es ja schlecht für die, weil so hätten wir uns ein Dino-Schild machen können. Also, direkt nicht vor wirklich. Ihnen ist eine Metalltreppe. Ich glaube, die sind auch so hier reingekommen. Ja. Kommst du? Ist der eine Dino sicher? Ja, es sei denn, er kann Türen öffnen. Alter, ohne Schilder. Ich hab mich gerade eben echt erschrocken, Alter. Das kann eine lustige Folge werden. Heute wird's ein bisschen Groose. Mann! Ich will nicht. Ich weiß, was kommt und ich will's nicht sehen. Aber ich hasse auszusehen. Deswegen spiele ich auch keinen Horrorfilm, ey. Du spielst keinen Horrorfilm? Ja. Ich spiele auch nie Horrorfilm. Vorzugsweise spiele ich keinen Horrorfilm mehr. Nie, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, es geht gerade aus, aber da will ich nicht nach. Ich hab eine. Ich will da. Alleine schon die Tatsache, wie langsam sie gehen, weißt du, das macht's ja schon so richtig. So dunkel und Alter, das habe ich eigentlich bei, witzigerweise bei einem Lego noch nicht erlebt. Nee, also so in der. Ja, gut, das ich muss ja auch nicht. Ja, toll. Nein! Das ist gut. Da steht vor allem. Oh, Alter, siehst du den gerade Sprung hier? Guck mal, wo ich stehe. Oh ja, siehst du da auf dem Zaun? Hier. Das finde ich. Es sieht eindeutig danach aus, als ob hier Leben ist. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ups. Alter, wo bist du? Ich weiß es nicht genau. Ich bin hier ganz allein. Ich will nicht. Kann ich da auch hoch? Nein, ich kann da nicht hoch. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin tot. Warum kann ich die Ratte nicht abknallen? Ich will schon mal üben für... Alter, vor allem diese scheiß Geschreie vom Wo Part bin ich denn? Ich kann nichts machen. Kannst du da nicht hochspringen? Nein, eben nicht. Ich bin da irgendwie reingefallen. Aber ich komme nicht mehr raus. Hä? Du bist hinten dran. So bin ich hier richtig. Nee. Ich bin irgendeine Kamera. Ach, du bist hinter der Map, Alter. Wir haben einen Bug. Geile Scheiße. Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin hier hinter der Map. Das gibt's doch gar nicht. Ja, scheiße. Wir kommen jetzt hier zurück. Einfach mal knallhart durchgefallen. Wenn wir beide gleichzeitig drücken? Ich kann gerade nicht mal drücken. Ach ja, liebe Freunde, ich würde... Ah, jetzt kann ich. Warte, jetzt kann ich wahrscheinlich noch, ne? Ja, daran liegt's.
Ja gut, ich würde sagen, dann habe ich mal hier alles ausspioniert, liebe Freunde, dann sehen wir das alles in der nächsten Folge nochmal. Alter, da hat es gerade irgendwas, oh Gott. Ich bin hier wirklich im Niemandsland. Ja, also Leute, dann... Guck mal, ich sehe dich da vorne. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht komme ich jetzt hier irgendwo In zwei raus. Tagen dann. Ja, ciao.